Und ich darf nun auch seinen Gegner in die rote Ecke bitten. Und es geht weiter mit einem K1-Fight um den ISCA Featherweight Champion-Titel. Und hier ist auch schon der Lokalmatador Marwan El Khoury vom Iron Fist Gym Vienna. Er hat eine derzeitige Bilanz von 3 Siegen und einer Niederlage. Sein Gegner Matej Lezany aus der Slowakei mit einer derzeitigen Bilanz von 8 Siegen und 5 Niederlagen. Der Kampf ist angesetzt auf 5x2 Minuten. Es ist ein K1-Fight in der Kategorie B. And now introducing first, fighting out of the blue corner. He's a kickboxer with a record of 8 wins, 5 losses. He stands 1.8 meters tall, weight in at 67 kilograms. Fighting for Team Lezany Slovakia, Matej Lezany! And his opponent in the red corner is a kickboxer with a record of 13 wins. 1 loss. He stands 1.73 meters tall, weighing in at 67 kilograms, fighting for Iron Fist Gym Vienna, Marwan El Khoury! And our referee in charge, Branko Slav. My commands. Stop. Break. No elbows, no knees to the head. Good luck. Und es geht gleich in die erste Runde. Muss ich nochmal erwähnen, es geht um den ISCA Featherweight Champion Titel. Lezany gleich mit ein paar guten Treffern. Hartes Knie von Lezany. Aber El Khoury im Vorwärtsgang lässt sich nichts anmerken. Und die zwei schenken sich nichts. Müssen jetzt wieder getrennt werden. Schöner Frontkick von Lezany. Und auch wieder ein schöner Kick von El Khoury. Der die ganze Zeit nach vorn geht, immer Druck auf seinen Gegner aufmacht. Wenn er kommt mit der linken Oberhand,
Schöne Kombination von El Cody. Schöner Kick von El Cody. Sani auch immer mit schönen Treffern und Kontern. Und die erste Runde ist in den Büchern. Jetzt noch die letzten Instruktionen von Veit Ibek, Zaza Jovanovic. Maravan nach wie vor im Vorwärtsgang. Desani aber immer wieder mit guten Treffern auch. Schöner Low Kick von El Colli. Schöne Linke jetzt auch von El Colli. Und eine weitere schöne Kombination. Schöne Kombination von El Colli. Isani immer wieder mit Konterversuchen. Isani jetzt auch schon am ganzen Körper Rötungen. Und El Colli im Vorwärtsgang. Und egal wie viel er kassiert, er geht immer weiter nach vorne. Lezani jetzt ausgerutscht. Schöner Highkick von El Colli. Und er setzt die ganze Zeit nach. Lezani immer mit Konter versuchen. Und die zweite Runde ist zu Ende. Wiederholung der Highlights. Und die schöne Kombination von El Colli. Kaum zu glauben, aber es geht jetzt erst in die dritte Runde. Die beiden schenken sich nichts.
Und wir gehen in die dritte Runde. Kohli immer sehr kompakt, immer gut in der Deckung, lässt seinem Gegner nicht viel Raum für Treffer. Mezzani bringt immer einzelne Schläge durch, aber El Kohli kontert immer mit Kombinationen und bringt gleich mehrere Treffer ins Ziel. Ist der Boden jetzt schon relativ rutschig. Wieder schöne Kombination von El Kohli. Schönes eingesprungenes Knie von El Kohli. Langsam kann Lezzani auch nichts mehr entgegensetzen. Aber El Kohli auch jetzt in der dritten Runde die ganze Zeit im Vorwärtsgang. Er will das Ding zumachen. Wieder ein schöner Kick von El Kohli. Lezzani scheint auch mittlerweile das Gas auszugehen. Die dritte Runde ist vorbei. Nochmal die Wiederholung. Und wir kommen jetzt in die vierte Runde. Der Kampf ist auf 5x2 Minuten angesetzt. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir keine fünfte Runde sehen werden. El Kohli geht nach wie vor immer in Angriff. Schönen Headkick. Lezzani hat wirklich keine Idee mehr, was er ihm entgegensetzen kann. Also zumindest wirkt so. Jetzt wird es auch in der Halle langsam immer lauter. Der Lokalmatador hat seine Fans mitgebracht. Schöne Kombination von El Kohli. Wieder schöner Kick von El Kohli. Es
Sunny immer wieder mit Gegenwehr, aber die Schläge zeigen keine Wirkung oder kaum Wirkung. Schöner Superman-Punch von Nicoli. Jetzt Sunny versucht jetzt zu klammern. Und wir kommen doch zur fünften Runde. Aus meiner Sicht aus vier Runden klar dominiert von Maravan Nicoli. So, und es geht in die letzte Runde. Vorwärtsgang. Will jetzt natürlich versuchen, den Sack zuzumachen und gar nicht zu riskieren. Das sind jetzt schöne Knie. Sunny jetzt noch einmal ein letztes Aufbäumen von ihm. Jetzt in der letzten Runde versucht er auch noch den Kampf zu retten. Kann er aber, glaube ich, nur mehr umdrehen mit einem K.O. Ersten vier Runden klar dominiert von Nicoli. Eingesprungenes Knie von Nicoli. Schöne Rechte wieder von Nicoli. Und die letzten 10 Sekunden. Ich glaube, es ist ein klarer Sieg. Der Kampf ist vorbei. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Maravan Nicoli holt sich den Sieg nach Punkten. Alle 5 Runden klar dominiert. Immer im Vorwärtsgang. Keine Müdigkeit gezeigt. Thank you.
Und wir kommen zu der Punktentscheidung. And after five rounds we go to the judges' scorecards. And we have a winner. We are unanimous decision for the red corner. Maravan, the destroyer, and Kuli! Und der Pokal. Ja, und klar verdient. Und der Pokal wird übergeben vom Herrn Aufner von der Bank Burgenland. Dazu gibt es noch einen Scheck in der Höhe von 300 Euro für den Sieger. Und der Gürtel wurde gesponsert von einem unserer Hauptsponsoren, von Top Sun. Wunderbar. So, wunderbar. Ich bin jetzt hier mit dem Sieger Maravan. Ich glaube, den zwei hat der Kampf richtig gut gefallen. Sie wollen sich gar nicht trennen. Wunderbar. Maravan, ein paar kurze Worte. Wie hast du dich gefühlt? Hast du gewusst? War eine dominante Performance, unterhaltsamer Fight. Wie war's? Ja, es war super. Ich habe versucht, nach Plan zu kämpfen, wie weit es mir gesagt hat. Wir haben uns gut vorbereitet. Und ja, Alhamdulillah, wir haben den Sieg geholt. Ich freue mich sehr. Gratuliere dir auf jeden Fall für diese richtig dominante, gute Performance. Und weiter geht's. Ich möchte noch einmal weit danken. Seitdem ich 13 Jahre alt bin, wir trainieren immer zusammen und er hat mich aufgebaut. Wahid ist Tag 1 am Maravan seiner Ecke und sein Einzelspieler. Und ich danke auch allen meinen Freunden, die da sind und meine Familie, die mich unterstützt zu Hause. Gratuliere dir.